Wer ist das? Bevor wir kommen zu einem neuen Video, ich dachte wirklich, wir gehen wieder zu McDonald's, aber sind am Ende im Wald gelandet. Und zwar wollt ihr ein Part 2 mit Slenderman. Und die ganzen Storys und so weiter erzählen wir euch heute. Nur mal werden wir auch anrufen. Ich hab Angst. Ich hab keinen Bock mehr auf Wald. Man, just silly, Digga. Gehen wir jetzt wieder in den Wald oder was? Ich gehe nicht aus dem Auto. Ich habe gehört, im Wald gibt es Slenderman. Ja, da gehe ich auch nicht hin. Im Wald kannst du alleine machen. Um uns sind, da hinten stehen drei Autos, Leute, und eins davon hat Licht gehabt. Jetzt fangen wir es aus. Das ist schon ganz schön gruselig. Eigentlich sind alle Lichter aus. Ja, da hinten eine Flak. Da hinten hat ein Licht geflackert. Das sieht auch inzwischen aus. Umso creepier wie diese Stimmung hier. Um uns herum sind drei Autos. Eins davon kam das Licht ausgemacht, was die ganze Sache noch creepy gemacht. Das andere ist, dass da hinten auch kaum Licht geflackert hat. Das jetzt aber auch aus ist. Ich kann mir vorstellen, dass gleich irgendwas klopft oder so, Digga. Naja, auf jeden Fall erzähle ich jetzt die Story von Anfang an, für die neu sind und nicht bescheiden, was es heute geht. Vor ein paar Jahren sind Alina, ich und meine Mutter nach Litauen gefahren mit dem Reisebus. Das waren ungefähr 26 Stunden. Und wir haben einen Halt gemacht in Polen. In Warschau, um genau zu sein. Da war da eine Toilette, Leute, und Alina und ich haben mal halt draußen gewartet. Und direkt vor uns war ein großer, großer, dichter Wald. Und es war so, dass Alina dann zuerst gesehen hat, dass da so eine Gestalt stand. Und dann hat die mich so angestupst und wollte halt mit mir zusammen in diesen Wald gehen. Nein, ich habe dich zuerst gefragt, siehst du das auch, was ich gerade eben sehe? Ja, und wir haben auch ein Foto gemacht mit Alinas, oder ich glaube mit irgendeinem Handy von irgendeinem alten Samsung war das. Wir haben ein Foto gemacht und auf dem Foto war das auch sichtbar. Umso creepiger ist das Ganze gewesen. Ja, wir dachten zuerst Einbildung, aber wie können zwei Leute sich das gleiche einbilden? Plus noch, ist auf dem Foto zu sehen. Ich wünsche, wir hätten das Handy noch, Leute, ich würde es euch so zeigen, gell? Fakt ist, Eck wollte danach reingehen. Sie wollte in den Wald reinlaufen. Ich wollte unbedingt in diesen Wald rein. Es war so, als ob man irgendwie angezogen worden ist, dass man zu Slenderman geht. Und ich wollte natürlich Sena auch mitnehmen. Der Typ war ungefähr 3 Meter groß, dünn, hat schwarze Sachen an, lange Arme, lange Beine. Wer ist das wohl? Das kann doch nicht sein, Alter. Das kann doch nicht sein, dass ich schon wieder hier in diesem Auto sitze im Wald, Junge. Ich will nur mein Maggis essen, jetzt redest du wieder über Slenderman. Was ist das? Ich bin voll in der... Ich gehe nie wieder mit dir irgendwo hin. Steig nicht mehr in dein Auto. Oh mein Gott, wir fahren weg. Ich höre die ganze Zeit Autogeräusche. Wer ist hinter uns? Man sieht es halt nicht. Jemand fährt hinter uns weg. Oh mein Gott. Ja, es sind jetzt, wie viel noch? 2 Autos. Und da ist niemand drin, das heißt, die Leute sind im Wald. Doch, das heißt, in einem Auto ist ja jemand drin, das Licht ist ja ausgegangen, aber im anderen nicht. Aber im anderen? Da kommt er jetzt wieder. Oh mein Gott. So brennt da Licht. Hä, hey, ist das Auto von gerade eben? Ist da stehen geblieben oder so? Da läuft jemand. Da läuft jemand. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist mein Handy. Der läuft jetzt aber nicht im Wald. Der kommt zu uns. Willst du nicht Licht ausmachen? Nein! Warte, ich will gucken, wo der hin will. Der starrt uns an. Können wir dich das machen? Nein! Bro, bleib vor dem Wald stehen! Vor dem Wald! Er hat dich schaltig geirrt, wahrscheinlich. Ich sehe die Person nicht. Wo ist die? Vielleicht. Der ist hinter dem Baum. Im Dunkeln. Ich wollte. Der versteckt sich. Von wo kam der? Er bietet sich aber so komisch. Jetzt sag nicht Slenderman. Nein. Aber der verbiegt sich so komisch, Alter, als ob irgendwas in ihm drin wäre. Junge, was ein Creep. Leute, er hat seinen Körper. Er steht nicht gerade. Ich glaube, der ist dort noch. So gesehen kann ich einfach das Auto starten und wegfahren. Keiner von euch kann was machen. Das letzte Mal war es schon mega creepy mit den Nummern. Jetzt ist es noch creepiger, ich habe nicht gedacht. Ja, da war jemand, da ist auch jemand. Ich glaube, das ist derselbe Typ von damals oder so, Alina. Das letzte Mal, Leute, als jemand sich so im Dunkeln von Baum zu Baum oder von Busch gelaufen ist. Was? Ja, was denn? Hast du auch gehört? Nein. Schau auf deine Mutter. Ich hab's gehört. Jetzt war bestimmt irgendein Ast.
Ja, das ist viel süßer. Das letzte Mal, als jemand von Busch zu Busch gelaufen ist, beziehungsweise von Baum zu Baum, wurden wir verfolgt und mussten um unser Leben rennen. Zu dem Zeitpunkt. Das werde ich niemals vergessen, Leute. Da war ein Mann, das war auf so einem Park sozusagen war das. Da durften aber nur bestimmte Leute rein, die halt so Ausweis und so hatten, so Pass von diesem Park. Und dann nach einer Zeit haben wir dort gechillt, also gechillt und haben ein Video gedreht, Leute. Und dann war das so ein Typ, der war schon mega auffällig, okay. Und dann ist der, hat er sich so versteckt hinter einem Busch. Und zuerst so dachten wir uns nicht so, so, ja komm, ein Typ, der halt gechillt und so, wisst ihr. Aber dann, Leute, Digga, war das so von Busch zu uns genährt hat, Leute. Und am Ende sind wir weggerannt und unser Leben, der Typ ist uns hinterhergerannt. Ich bin noch nie so sehr mein Leben damals gerannt. Ich habe sogar mein Lieblingsohrring damals verloren. Du hast ihn dann aufgehoben. Ja, ich habe ihn aufgehoben. Deswegen, ich dachte mir so nicht selber, Leute, ich dachte mir so, ja komm, ein Typ, der hier spazieren geht. Und ich dachte so, komm, man kann auch weiter drehen und so. Aber nein. Ich werde heute keinen Schritt aus dem Auto gehen. Ich habe so Angst. Wieso ist es? Ich sag jedes Mal, ich habe Angst und ich lande trotzdem hier. Ich auch. Wegen du bist dir. Gezogen, Alina. Ich fahre. Der ist Richtung halt reingelaufen. Laber nicht. Ja. Wir haben jetzt deine Nummer rausgesucht und die werden wir anrufen. Wir haben 4 oder 5 verschiedene Stück. Meine Nummer ist direkt anonym, Leute, logischerweise. Wir rufen jetzt bei der ersten Nummer an. The Google subscriber you have called is not available. Please leave a message after the tone. Alina. Junge, bist du doof? Die erste Nummer hat nicht funktioniert. Sie hat funktioniert, nur niemand ist rangegangen. Und Inga hat eigentlich das Vor- und Nachnamen hinterlassen. Auf der Mailbox. Ich rufe jetzt die nächste Nummer an. Das sag ich dein Insta, okay? Hahaha. We could not complete your call. Please try again. Hä, da stand aber, dass die gehen. Ich fühle mich ganz schön unwohl, Leute. Ich muss kotzen oder so. Übertreib nicht. Schon übertreibst. Oh mein Gott, das ist auch jetzt. Jetzt sieht man nichts. Boah, jetzt alles komplett dunkel. Komplett von allen Seiten. Nächste Nummer. Da schreit jemand rum. Im Wald. Da schreit jemand rum und da ist kein Autolicht. Kein Licht. Das könnte ein Geisteskranker. Das kommt von meiner Seite. Das kommt von meiner Seite, Selina. Da schreit irgendjemand aus dem Wald. Bro! Sich wegfahren. Okay, weiter geht's mit der nächsten Nummer. No, you reach Sprinkles the Clown. I'm not here to take your call. Leave me a message, I'll call you back. Das ist nicht Slenderman. Ich habe dir gesagt, keine Clowns. Da stand, das wäre Slenderman. Ich will jetzt nicht wissen, was Sprinkles the Clown ist. Nein. We're sorry. The number you are trying to reach is no longer in service. Okay, das heißt, jemand hat die Nummer, aber jemand hat die Nummer gelöscht. Okay, jetzt rufen wir die letzte Nummer an. Ich glaube, ich will keine Luft. Stell dir vor, das ist der Typ aus dem Wald. Wie oft er gesagt hat, I see ya, I see ya. Also, warum schreit um diese Uhrzeit irgendein Mann rum vom Wald aus? Von meiner Seite kommt das. Sei, was du bist. Polizei an! Alter, wir sind...
Kat, stopp! Ich komm durch die Scheibe und holt mich! Was? Geh an den Steuer! Ist das ein Chip aus dem Fall? Geh an den Steuer und ich fahre das Auto! Schrei nicht so laut, man reicht doch jetzt! Reicht! Da ist ein Typ! Ey, psch, du bist mir zu laut! Was? Yasin! Was? Was machst du hier? Warte, ich dachte, wir gehen zu Vegas. Du warst es! Du warst es! Du hast mir Angst gemacht. Oh, wo sind wir hier? Du hast mir Angst gemacht. Oh, Bruder. Oh, was sind wir? Ich dachte, du gehst zu Jonas. Nein, ich dachte, wir gehen Vegas. Du warst es! Ich wollte die Polizei anrufen, Junge. Oh, wo sind wir? Ich dachte, wir gehen... Dein Ernst? Ich hab nur auf diese Hallo, ihre Bestellung bitte gewartet. Hey Leute, euer Ernst? Und jetzt sind wir hier im Wald gelandet, Leute. Warte mal, von wo kam Yasin jetzt? In der Zeit, wo ihr alles getragen habt, warst du noch weg? Dann hab ich mich verabschiedet. Ja, ich hab so einen Knacks gekriegt, Alter. Was? Warte mal, ich hab gesagt, wir haben zwei Fliegen mit einer Klappe gemacht. Wir haben Yasin entführt. Und Egg. What the fuck? Ich gehe nie wieder in ein Auto. Vor allem nicht, wenn du sagst, ja, wir gehen Mögel. Ja, Junge. Einfach Yasin. Als ich die ersten Geräusche gehört habe, dachte ich mir so, okay, vielleicht vom Baum oder sind Steine runtergeflogen oder keine Ahnung. Aber als dann diese Geräusche kamen, dachte ich, dass das dieser Typ ist, der da... Warte mal, wer hat da draußen rumgeschrien? Der ja, das weiß ich, das weiß ich nicht. Ja, da hat trotzdem jemand rumgeschrien, irgendein Typ. Und ich weiß nicht, wer das war und wo der ist. Plus, das könnte ein ganz psychisch kranker sein, Leute. Ich weiß was. Der Mann, den ihr gesehen habt, der hat geschaut, ob Leute irgendwo da sind. Und wie kommst du darauf, dass du uns erschrecken darfst? Wie kommst du auf die Idee? Durch die hat mich sauer gemacht, die warten nicht bei McDonalds. Ja, ich würde auch zu Vegas. Deswegen hat er vorhin so gegeiert bei mir. Ja. Nee, erstens musst du halt mit uns durchziehen. Ein Haar auf damit. Ey, Leute, bitte. Hast du gehört? Das Schein. Das Telefonat? Ja. Das war's denn dahin. Sollen wir nicht 10 Schritte in den Norden? Nee, die ist gar nicht. Der hat gesagt 10 Schritte in den ist Norden. Mir egal. Okay, jetzt machen wir das Ghost Radio hier zu viert. Wir haben es noch nie im Wald gemacht. Und ich sage euch ehrlich, ich habe schon richtig Angst. Also zur Info, Leute, das ist eine App. Eigentlich wollte ich das Geistergerät mitnehmen, aber ich habe es voll vergessen. Hast du die App schon? Ja, Yasin, ja. Hallo? Hallo? Are you here? Bist du da? Bist du hier im Auto? Geh da kontrollieren! Er hat blonde Haare gesagt. Was? Blonde Haare. Mama mia. Hey Leute, bitte. Was? Der hat gesagt, blonde Haare. Ich sehe euch. Oh mein Gott. Bist du männlich oder weiblich? Junge. Könnt mich doch jedes Mal heulen, Leute. Ich doch sag's. Bist du männlich oder weiblich? Warum fährt der so rein? Weil die im Weg ist. Boah, das ist echt nah gefahren, Digga. Die will schon nach vorne leben, Leute. Von leben keine Leute, das Gartenberg ist für Kinder. Wo bist du? Hält der an. Er biegt nach rechts, soll er mit. Du doch leise. Hält ehrlich an. Der hat Licht ausgemacht. Oh mein Gott, der hält echt an, Inga. Der hat sein Licht ausgemacht. Möchtest du mit uns reden? Willst du die Sitzung mit uns beenden? Möchtest du mit uns nicht reden? Dann akzeptieren wir das. Ich fand es voll gruselig, dass er gesagt hat, blonde Haare, ich sehe euch. Ja, Mann. Oh mein Gott, Yasin. Ja? Kennst du den Mann von dem Traum? Ja, dieser Typ, meinst du so? So große, dicke Augenbrauen. Hast du ihn schon mal gesehen? In meinem Traum? Nein, aber ich habe mal einen Typen gesehen, so weiße Gestalt. Wie weiße Gestalt? Ja, wo ich geschlafen habe. Wie? Erzähl mal. Stimmt. Ja. Ich schwör's, der hat irgendwann mal erzählt. Ja.
Ja, ich kann mich auch gerade erinnern. Ja. Aber ich habe voll vergessen, wie das war. Kann der doch gar nicht schlafen oder so irgendwie. Also es war so 1, 2 Uhr, ich war am TikTok schauen und dann wollte ich mich schlafen legen. Aber dann habe ich irgendwas gesehen, so eine Gestalt, so weißer Kopf, so komplett schwarzer Anzug, sowas. Aber ich habe halt nur das Weiße gesehen, weil es war komplett dunkel und es war direkt so vor der Tür. Dann konnte ich halt nicht mehr schlafen. Ich fiel mit Jas und Eck und ich hatten früher ein gemeinsames Zimmer und da war das so, dass da immer jeden Abend ein Mann mit einem Hut und einer schwarzen Körperstatur, also er war einfach dunkel, Leute, einfach ein Schatten war das so mäßig. Und da stand er jeden Abend, hat uns jeden Abend beobachtet. Und ich weiß ganz genau, ich habe sehr oft zu Alina gesagt, Alina, ich kann mich nicht bewegen, bitte mach das Licht an, da ist er. So, das ist genauso gruselig, wie wenn, als das mit Slenderman war. Alina und ich haben es beide gesehen, wir haben es beide es wirklich gesehen und wir wussten beide, es ist da. Das war nur einmal in meinem Leben. Hast du den Mann mit dem Hut nie gesehen, Alina? Doch, den öfters. Aber ich war mit Slenderman. Los? Entweder war das Jas und der Engmann hat geklopft. Das war echt gerade im Magen oder so. Was laberst du? Das kam von der rechten Seite. Und ich mein's gerade ernst, nicht auf Spaß oder Prank. Was denn? Hab nicht geklopft. Was? Schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag raus, Leute. Im nächsten Teil gehen wir dann raus in den Wald. Nee. Ohne Risk. Viel Spaß, ja, viel Spaß, ja. Alina, du bist eh. Ich fahr mit dir kein Auto mehr. Leute. Was? Der Mann läuft zu uns näher, der ist noch da. Der ist da. Ja, wo siehst du denn? Der ist da vorne, Mann. Oh. Laber nicht. Am Waldeingang, Junge. Fahr bitte los. Mein Motor geht nicht an. Was? Jetzt unser Real Talk, Leute. Wer geht um diese Uhrzeit ohne Licht, ohne nichts, alleine in den Wald rein und denkt sich, boah, komm, einfach so ganz nah an ein Auto geraufen, wo 4 Leute drin sind, ja? Digga, bei aller Liebe, Leute, ich will niemals alleine in den Wald gehen, ohne Licht, ohne nichts. Schreibt in die Kommentare, was denkt ihr, was es sollte? Oder wer das war? Was sein Ziel war?